Wie lange braucht ein Kran von 8 PS, um eine Last von 3000 Newton auf eine Höhe von 6 Metern zu heben? Hier die Angaben. Die Leistung P des Krans beträgt 8 Pferdestärken, also 8 mal 736 Watt, das heißt 5888 Watt. Die Gewichtskraft groß G beträgt 3000 Newton und die Höhe H beträgt 6 Meter. Wir suchen die Zeit T, die wir in Sekunden ausdrücken. Und um die herauszufinden, starten wir mit der Formel zur Leistung P, Leistung gleich verrichtete Arbeit geteilt durch die dazu benötigte Zeit. Und diese Arbeit W bestimmen wir durch diese Formel Arbeit gleich Kraft mal Weg. Also hier Arbeit W gleich Gewichtskraft groß G mal Höhe H. Wir sehen, die Leistung kann berechnet werden durch groß G mal H geteilt durch T. Woraus wir schließen, dass T gleich ist zu groß G mal H geteilt durch P. Wir ersetzen groß G durch 3000, H durch 6 und P durch 5888. Und so finden wir, dass die Zeit T ungefähr 3,01 Sekunden beträgt.